English subtitle. Push the subtitle button. Ja, hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin hier wieder bzw. noch in Uganda. Ihr seht es am regnerischen Wetter, das ist wie bestes Europa. Hinter mir der Thomas Preis, der Inhaber, Chef von CTC. Conservation Through Commercial. Thomas. Conservation Through Commercialization. Through Commercialization heißt sein... Wie soll man, was ist hier, ein Zoo oder wie nennt man es am besten, am richtigsten? Privato Safari Park. Nee, Safari Park, okay, hier in Uganda. Wollte ich unbedingt mal besuchen. Die erste Folge habt ihr schon gesehen, das hier ist die zweite Folge. Die erste Folge haben wir ohne dich gemacht, Thomas. Ja. Die zweite mit dir. Das Intro-Tierchen, normalerweise habe ich es hier auf dem Arm, aber wer will schon so eine Hyäne auf den Arm nehmen? Ich bleibe sogar wegen in gebührendem Abstand weg. Was ist eine Streifenhyäne? Streifenhyäne. Gell? Okay, und komm, du kannst mit der, bei dir ist die brav und anständig. Sehr zutraulich. Okay. Ist auch aus Deutschland importiert. Ach was? Zufälligerweise, ja. Ja, ja, okay. Die Streifenhyäne ist aus Deutschland. Die gute deutsche Hyäne, also. Der Klassiker, witzig. Komm, komm. Komm, komm. Wir gehen jetzt deine Galapagos. Sea-Iguanas anschauen, richtig? Ja, Meerechsen. Meerechsen, ich sag's immer, wieso? Was, Englisch Sea-Iguanas, oder? Marine-Iguana. Marine-Iguana, ich sag immer Sea-Iguana, Marine-Iguana. Okay, freue mich drauf, danke, dass ich hier bei dir sein darf. Also ich habe schon viel gesehen, es ist der Hammer, ich bin echt absolut begeistert. Kleine Anekdote noch, der Thomas hat immer mal Angst, ach guck mal, da hängt ein Schild schief und ach guck mal da, die haben das Käfig, die kommen jetzt erst zum Saubermachen oder irgendwie sowas. Also vorher war ich auf der Toilette, also die Toilette, die ist in meinem Hotel, wo ich hier bin, das hat auch irgendwie 3 oder 4 Sterne, ist die Toilette nicht schöner wie deine hier, also von dem her alles echt wirklich super sauber gemacht. Ja, können wir losgehen, freue ich mich voll drauf. Machen wir, danke. Also, hier sind wir bei den Meerechsen angekommen. Wir haben die Meerechsen jetzt seit gut 10 Jahren hier. Die haben wir aus Europa importiert. Und es ist gerade Paarungszeit. Blöderweise ist es nur gerade heute am Regnen. Darum hat das Männchen nicht die schönsten Farben. Aber wir können mal reingehen und gucken. Okay. Du bist immer ein wenig perfektionistisch, gell? Da. Am besten kommst du erst hier, dann siehst du nämlich das Männchen hier schön. Okay. Ist der, wo hier sitzt, oder? Genau, hier auf dem Sand. Kann es hier durchs Glas zuerst, wenn man aufmachen kann, sein, dass er dann doch ein bisschen abzischt. Gut, dann mache ich mal langsam auf, dann kann es auch reingehen. Wie erkennt man den? Er ist der Größte, die Männchen werden größer als die Weibchen. Aha. Aber sonst Geschlechter, hast du gesagt, sehen schön fast gleich aus. Die Männchen werden einfach größer. Als Adulttiere sieht man es gut, bei Subadulten sieht man es noch nicht so einfach. Da hinten sind zwei. Wir müssen den Krach entschuldigen. Jetzt haben wir hier gerade ein Wolkenbruch über uns. Und hier das Kunststoffdach, wenn da der Regen drauf. Das ist eine Lumisol-Folie, die lässt UV durch. Genau, der Thomas, ja, ihr hört es, genau. UV-durchlässige Platten. Die haben wir auch aus Deutschland importiert, die Folie. Gucken, ob wir das Männchen hier noch gleich verfolgen können. Wenn ich zu nah rangehe, was macht er? Also haut er vielleicht, im schönen Fall läuft er einfach weg. Haut er durch in die Höhle ab, oder vielleicht? Ja, dachte ich mir. Okay, schön blöd von mir. Mit Ankündigung. Oben links ist noch einer. Wo? Da oben links. Da oben, ja, die zwei. Also zwei Stück sogar, genau. Die anderen sind schon in der Höhle. Thomas, allgemein zu den Meerechsen. Du züchtest die auch hier? Ja. Erfolgreich? Das Klima ist hier natürlich optimal für sie. Viele Leute denken, die sind schwer zu füttern, aber schlussendlich ist es eigentlich eins von den einfachsten Tieren zu füttern, die wir hier haben.
Okay. Weil sie essen natürlich nur Meeresalgen. Und mittlerweile mit der kulinarischen Varietät, die man kriegt, ja, kann man die ganzen Seealgen eigentlich online also bestellen für Sushi und schon stilles. Genau, okay. Genau. Also das war auch mein erster Gedanke. Ich habe gedacht, diese Meerechsen, die zu füttern für allein, ein Mordsdrama. Passt das einfachste. Wir bestellen die kiloweise getrocknet in Flocken. Dann weichen wir die mit Wasser auf und dann sind die so gut wie frisch gepflückt. Okay. Und das tut tadellos, also gar kein Problem. Also klar, wir machen noch ein bisschen Mineralien und natürlich Vitamine, Calcium dazu, halt das Übliche, Multivitamin. Ja. Aber sonst sind die eigentlich von der Ernährung her fast die einfachsten Tiere, die wir hier haben. Also die ersten Meerechsen, die ich gesehen habe, war in Japan beim Shirama, ne, in dem Aizu. Ja. Und da dachte ich mir eigentlich, naja gut, die Japaner, die sind verrückt, die machen alles irgendwie möglich. Aber dass die ja im Prinzip dann, gut, von der Größe her ist natürlich ein Problem. Man braucht halt Platz, einige Quadratmeter Fläche. Hier in der Mitte haben wir das Wasser. Wie viel sind sie im Wasser? Selten. Eigentlich auch in Natur gehen sie ja nicht oft ins Wasser. Sie knabbern an den Algen im Küstenbereich während Ebbe. Aber es sind nur die ganz großen Männchen, die eigentlich aktiv ins Wasser gehen, um Algen zu grasen. Okay. Aber Weibchen und Jungtiere, die tauchen überhaupt nicht im Wasser. Die sind nur im Küstenbereich bei Ebbe und nagen an den Felsen die Algen. Okay. Das Wasser ist mehr wegen der Luftfeuchte hier. Die gehen mal kurz rein, aber sie sind nicht aktiv im Wasser. Also sind keine aquatischen Tiere, Tiere in dem Sinne. Und ist dann Aufwand mit Salzgehalt und sonstigem? Oder früher haben wir uns den Aufwand gemacht und haben Meersalz importiert, weil man kann natürlich nicht einfach Kochsalz reinleeren, sondern das muss halt von der Meeraquaristik sein. Ja. Und das war ein Riesenaufstand, das hierher zu importieren, auch ganz teuer und schlussendlich nicht notwendig, weil sie kriegen alles, was sie brauchen, aus den Algen raus und ins Wasser gehen sie eh relativ selten, von dem ob Salz oder Frischwasser. Auf einem großen Becken wie hier macht das keinen Unterschied. Ich könnte mir vorstellen, im Glas-Terrarium könnte es vielleicht Komplikationen geben mit Frischwasser, wegen Bakterien oder Algen, die vielleicht nicht geeignet sind für sie. Ja. Aber in einem größeren Becken wie hier ist das eigentlich problemlos mit Frischwasser. Ach was, okay, ja, hätte ich jetzt nämlich auch mir vorgestellt. Also, man könnte jetzt bald sagen, perfekte Terrarientiere von der Größe abgesehen. Kann man fast so sagen, gell? Ich meine, abgesehen davon, dass man natürlich eigentlich gar keine herbekommt, ne? Und dass sie völlig selten gezüchtet werden oder selten in der Terroristik sind. Ne? Aber von der Haltung her tatsächlich eigentlich ein, man sagt ja immer so, dankbarer Terrarienpflegling, oder? Absolut. Wenn man den Platz hat, dann sind sie gleich einfach zu halten wie der andere Leguan. Okay. Noch kurz zum Züchten von denen. Willst du es vielleicht selber sagen? Also werden auch einmal im Jahr sind eierlegend natürlich als... Genau, Gefangenschaft einmal im Jahr, so viel wir gesehen haben. Natur sagt man ein bis teilweise nur alle 2 Jahre. Bei uns legen sie immer zwischen 1 und 4 Eiern maximal. Letztes Jahr hatten wir gerade ein bisschen Pech, dass beide Weibchen die Eier nicht vergraben haben, sondern hier auf dem Sand und auf den Steinen abgelegt haben. Waren alle befruchtet, aber wir haben sie natürlich erst eine Stunde später gesehen nach der Eiablage. Und da waren sie schon zu warm geworden wegen der Sonne. Also letztes Jahr hatten wir einen Ausfall. Jetzt ist gerade Paarungszeit und die ist schon seit 2 Monaten. Von dem her erwarten wir auch jederzeit jetzt wieder Eier und hoffen, dass dieses Jahr besser klappt. Darum haben wir jetzt auch nochmal extra Sand aufgeschüttet. Aha, wie man sieht. Ja, sieht man hier frisch. Okay. Ja. Und die, ich sage jetzt mal, Stimulation halt auch gleich wegen Jahres- oder in, jetzt ist gerade die heißeste Zeit hier. Genau. Das heißt, die heißeste Zeit ist auch die bei uns, Eiablagezeit. Auf Galapagos ist es eigentlich auf jeder Insel ein bisschen verschieden, vor allem auch bei den Landleguanen. Von dem her weiß ich auch gar nicht, was der Auslöser in Natur ist, weil auf der einen Insel ist irgendwie in dem Monat, auf der anderen Insel ist 4 Monate später und die Inseln sind aber nur irgendwie 50 Kilometer auseinander. Von dem her ist das ein bisschen merkwürdig. Aber hier ist auf jeden Fall die Hitze. Also wir haben Januar, Februar, März, haben wir die Trockenzeit, wo es relativ heiß wird auch. Also wir haben dann knapp 32 Grad tagsüber und das scheint bei uns der Auslöser zu sein. Und dann eben, du hast gesagt, dann legen die Eier ab. Normalerweise dann, was weiß ich vermute mal circa 2-3 Monate Inkubationszeit. Ja, 90 bis 100 Tage. Und dann kommen die kleinen Marien-Iguanas, strecken ihre Köpfchen raus und fangen nach
paar Tagen, Wochen an Algen zu fressen, oder? Noch etwa einer Woche fangen sie langsam an, ja. Ja, Thomas, tausend Dank dir für das. Also finde ich super, super spannend, spektakuläre Marien-Iguanas hier. Da hinten müssen wir sie noch ein bisschen sehen, gell? Ja, wirklich extrem spannend überhaupt, eben dein Conservation Center. Ja. Ja, vielen Dank für den Besuch und immer herzlich willkommen, auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Ja, also eben auch der Tipp an alle Europäer oder alle, die es sehen, wenn ihr hier in Uganda seid oder irgendwo Afrika, was ist das eigentlich, Ostafrika ja. Sagt man dazu, ja. Gell? Also zwischen Zentral und Ost, gell? Aber dann Ost in dem Fall. Wenn ihr hier in der Nähe seid, kommt hierher, also das Uganda ist ja bekannt eigentlich für die Gorillas hauptsächlich, gell? Aber ich denke, so bis in 5 oder 10 Jahren wird man sagen, Uganda ist bekannt für den CTC. Nein, wirklich, echt ein tolles Erlebnis hier, ich kann es absolut empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren und ansonsten checkt CTC. Danke, Thomas. Wir sind auch auf Instagram, falls uns jemand folgen will, wie auch auf Facebook. Okay, da vielen lieben Dank. Blenden wir unten ein natürlich oder in der Infoleiste. Super.